Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, wo wir in der letzten Folge das Gehege für das Leistenkrokodil fertig gemacht haben, den Weg außenrum gezogen und ein Weibchen für es noch ihn noch geholt haben. Aber leider ist dieses Weibchen halt verletzt. Bedeutet, unsere Mitarbeiter, die richtig gut bezahlt werden, sind schon mit einem Lächeln im Gesicht wieder auf dem Weg zu dem Leistenkrokodil. Und ich würde sagen, wir lassen einfach die Zeit loslaufen. Da läuft er schon. Hochmotiviert und dahinter der Techniker. Wir müssen vielleicht noch ein paar Sicherheitsleute einstellen. Aber da die gucken... Ihr könnt das arme Tier doch nicht so behandeln. Tierarzt, bitte kommen. Kümmern Sie sich um das Tier, ja? Überprüft Tier. Macht Tiertransport, hebt Tier auf. Das habe ich mir gedacht, dass das Tier aus wie ein Ubi. Hau, hau. Ist gar nicht übel. Bei dem Job fühle ich mich wie von auf Wolke 7. Ich könnte eine Pause gebrauchen. Ich habe gerade viel zu tun. Alter! Das widerspricht sich alles. Also, die drei Sachen widersprechen sich. Die werden sich bald paaren wieder. In Yala. Ah, sie schon wieder. Ist aber eh gut. Was wir hier ja auch machen wollten, das neue durchschaubare Gehege, ne? Schlafplatz. Bedeutet, hier kommt ein Wandstein hin. Oder sowas halt in der Art. Von dem wir aus dann den Unterstand bauen. Die Frage ist genau, wie wir den bauen. Oh, er bringt das Fleisch, aber ja, eventuell muss er einmal außen rumlaufen. Komm, gib Gas! Ich habe das vielleicht auch nicht genial gebaut unbedingt. Oh, das riecht aber auch schon hier bedrohlich wahrscheinlich, ne? Ah, jetzt kommt ein neues. Wusste gar nicht, dass du einen Kürbis schütteln, ausschütten kannst. Dass er sich dann zusammensetzt. Wusste ich persönlich noch nicht. Aber was mich auch interessieren würde, was wir in dieser Folge machen können. Netzgiraffen. Ich hätte gerne Netzgiraffen, weil ich finde Netzgiraffen, also Giraffen allgemein, wunderschöne Tiere. Und warum kann ich das ganze Zeug eigentlich nicht suchen? Sibirischer Tiger. Das wäre natürlich auch was Geniales. Gibt es aber gerade nicht. Schneeleopard? Gebe es, aber zu teuer. Tüpfelhyäne, Springbock, Affen wären auch was ganz Interessantes. Komodorane, Zwergflusspferd. Wäre auch was für so eine Halbwasser-Ting. Wo ist das, die Netzgiraffe? Es gibt genau eine, die 6 Minuten noch drin ist. Aber wenn ich mich bei Zoopedia mal informiere, müsste doch da auch stehen, wie viele Tiere sowas braucht. Also eine Netzgiraffe wäre natürlich genial. Och, guck mal, da läuft gerade das Krokodil vorbei. Kann mit Gazellen zusammengewesen. Stimmt, die können wir mit Tieren zusammensetzen. Das wäre eigentlich was Genialeres, oder? Die Tiere zusammen in ein Gehege. Also so ein Kaffern, also ich würde ja den Steppenzebra vielleicht mit denen einsehen auf jeden Fall. Das Thompson-Gazelle hört sich gut an. Weiß, schwarz genug und den Springbock und dann Auto durchfahren lassen oder sowas. Netzgiraffe. Pro Paarung ein Tier. Gruppengröße, partnerlose Weibchen, 2 bis 4 Gruppengröße. 2 bis 8 zu 8 Männchen, 8, also immer gleich viel. Also es müssen mindestens 2 Tiere sein. Aber wir könnten uns rein theoretisch das schon holen, ne? Soll ich? Na komm. Bevor ich, oh, hast du das schon aufgegessen? Wie viel kriege ich denn hier für das Tier eigentlich? Boah, die investieren hier in den Zoo. Das ist der Wahnsinn. Ach, guck mal, das Madel ist auch wieder da. Mich würde es ja freuen, wenn die sich paaren würden, ne? Du hast wahrscheinlich eine richtig große Größe, oder? Von der Genie. Nee, auch nicht. Wenn die Größe so eingeschränkt ist. What the fuck? Kaputte Barriere, Tiere können... Was? Techniker.
Aua, was ist das? Was ist da denn los? Oh, Scheiße. Können wir euch kurz in Tierversand fertig machen? Tierversand fertig machen? Wir müssen mal bitte kurz alle Gnus. Puh! Haben die gerade ernsthaft meine Barriere einfach zerrissen? Ach du Scheiße! Der halbe Zoo fliegt! What the fuck? Scheiße! Huch! Entschuldigung! War nicht meine Absicht! Aber ich könnte mal hier einen Techniker ganz, ganz dringend brauchen. Wo ist er denn? Ich weiß auch jetzt nicht, warum die Barriere... läuft weg. Ein Tier ist entkommen. Amerikanischer Bison. Okay, ich glaube... Tier aus Transportbox holen. Alle Tiere aus Transportbox holen. Hat euch was denn nicht gepasst? Ich sag, das hat zu wenig erwachsene Tiere. 3 Stück ist dem zu... Warte mal, stopp. Was hat das Tier? Warum? Es gibt nicht genug Lebensqualität durchs Futter für alle Tiere. Ach, will es essen? Hatte Nachwuchs. Okay. Erwachsenenalter. Ach du Scheiße. Ja, okay. Die Lebensqualität ist dezent im Arsch. Also das Einzige ist die Lebensqualität, die sozusagen gerade bei den Alter, der rammt eiskalt direkt wieder die Glasscheibe, ne? Das Problem ist, ich muss ja das Tier dann auch wieder direkt einpacken, ne? Machen wir das Tier direkt versandfertig. Schauen bei dir wegen der Lebensqualität. Wo war die Lebensqualität? Da. Also das taugt denen auch irgendwie nichts mehr so, oder? Einrichtungen, Gehege. Kein Leistenkrokodil, sondern ich hätte gerne ein... Bison warst du, ne? Du warst ein amerikanisches Bison. Amerikanisches Bison. Ist das sortiert hier? Afrikanisch, afrikanisch, amerikanisch. Ich bin voll vorbeigeschossen. Guck mal, wir hätten hier einen super Kegel. Wie würde euch sowas taugen? Au, weil die abgenutzt sind. Oh. Bringt sich ein großer Wasserdruck was? Futterspender hängend. Ich muss dieses Gehege ja vollpacken oder ist es Platzmangel? Ja, Beschäftigungstherapie, aber holla die Waldfee im großen Maße.
Mit der Zeit lang werden Lebensgegenstände für die Tiere langweilig. Entferne sie eine Weile, damit die nächste Mal wieder spannender werden. Bedeutet, ich tue jetzt dieses Kräuterteilchen entfernen. Qualität Grad 2. Habe ich denn alles für die schon erforscht? Weil ansonsten wird es echt problematisch langsam. Also futtermäßig geht's ja. Kann ich notfalls zum Beispiel noch sagen, okay, weißt du was, es gibt noch einen zweiten großen Ball und der tut nochmal so viel machen. 280, nee, eindeutig nicht sehr interessiert. Nach dem ersten Spiel verbessert jedes Exemplar die Beschäftigung durch um einen kleinen Weiß oder gar nicht. Okay, also kann ich den auch schon wieder... Ja, wie soll ich denn euch dann bitte schon beschäftigt halten? Ihr seid ja voll die Assis. Dann brauche ich den Greifball. Greifball und Reibesäule. Greifball entfernen. Und die Reibesäule entfernen. So. Ach du Scheiße, bitte. Ich muss jetzt bei jedem Gehege... Ach du Kräuter. Oh Gott, wo ist denn die Kräutereinwirkung wieder? Wo ich denn hier hin platziert? Kann ich das hier gucken lassen? Ja, ich würde es ja gern finden, aber ich finde sie nicht. Eisblock. Ah ja, wir könnten eventuell nochmal einen Techniker rufen. Aber das Viech war pisst. Ja, leck mich am Arsch. Aus Transporte. Du machst jetzt keinen Scheiß. Gott sei Dank. Okay, stopp. Warte mal. Jetzt bin ich überfordert. Das war jetzt zu viel auf einen Schlag. Emma Gabelbock. Oh, jetzt müssen wir hier mal kurz gucken. Weil jetzt sind natürlich viele wieder erwachsen in dem Gehege. Das ist Fadi. Das ist Jungtier. Wie groß muss denn die Herde sein? Erwachsene Population. Okay, bedeutet, ich kann rein theoretisch die alte Mutter freilassen, ne? Finanzen, letztes Jahr, Reparaturen, Futter, achso. Nämlich interessieren die Tiere. Denn ich würde gerne sie hier genau dich hier freilassen, was ich lustigerweise nicht kann. Warum nicht? Dann würde ich mal sagen, oh, aber es läuft immer noch so gut. Nyala, das bist du hier drüben. Oh, ich glaube, das Oberle hat sich bei mir aufgehängt. Hupsi. Wo ist denn Nyala? Nyala ist schwanger. Müsste ich mal bei denen schauen, ob bei denen die Spielsachen auch schon langweilig geworden sind. Ach, die haben gar keinen Lebensqualitätstab. Was? Wie gechillt ist das denn? Und warum habe ich denn Reibesäulen hier reingesetzt? Hä? Aber den Zebras... Lebensqualität, Beschäftigung. Bonus mit anderen Arten.
Dafür gibt's auch einen Bonus. Oha. Älteres Tier, tot. Ach je. Jetzt muss ich mal hier kurz durchgucken, alles. Stimmt, wir haben hier keine Stute drin. Holy shit. Warte mal, wir haben noch nicht mal eine Stute in dieser Herde drin. Tierhandel. Ja, Netzgiraffe jetzt gerade hin und her. Hin oder her. Was wir brauchen, ist ein Steppenzebra. Wo sind die Steppenzebras? Ich brauche einen Steppenzebra, Jungs. Da war's gleich. Steppenzebra. Weiblich, weiblich, weiblich. Verdammt! Männlich! An Zusenden, du kommst auch in die Herde mit rein. Wir brauchen unbedingt ein weibliches. Neue Futterqualitätsstufe für euch. Ah, das habe ich bei euch noch gar nicht eingestellt, die Futterqualitätsstufe, ne? Oh, Barrierenstatus, das ist überhaupt nicht gut. Techniker. Futterqualität gibt es ja nur eine Qualitätsstufe sogar. Wasseraufbereitung versagt? Wo? Warum kümmert sich denn da keiner drum? Ich glaube, ich habe einen Anzeige-Bug. Kann das sein? Also ich stelle jetzt mal, wir schauen mal in den Zoo. Wir haben hier mitarbeitermäßig. 2 Zoopfleger, 5 Tierpfleger, 2 Techniker, 6 Verkäufer, 2 Tierärzte. Dann würde ich sagen, es kommt noch mindestens ein Tierarzt dazu. Und 2 Techniker. Oder machen wir sogar 3. Ja, fang an zu reparieren, Jungs. Je mehr Techniker, desto mehr hätten wir wenigstens davon auch. Putz die. Husch. Du schaust aber irgendwie nicht so happy dran. Ich kann auch nicht... Okay, dann ist das wahrscheinlich jetzt gerade ein Bug, oder? Würde ich mal sagen, dass ich nicht reingucken kann. Normalerweise müsst ihr doch Gedanken und alles haben. Ah, die haben alle keine Gedanken. Komisch. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.